Ja, moin moin und Metal, meine lieben Freunde. Rainer haut ja jeden Tag nur neue Videos raus und natürlich schaue ich sie dann auch mit euch, solange ich noch ein wenig mehr Zeit habe in meinem Urlaub, an und kommentiere wieder für euch wie gewohnt, was mir so auffällt. Geschaut wird wieder beim Spiegellord, an den ganz viel Ehre und Liebe rausgeht, und dann lasst uns mal reinschauen. Metal Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Eigentlich möchte ich heute zwei Videos aufnehmen. Einmal möchte ich mit euch über das Thema sprechen. Ist schon ganz rausgezoomt. Einmal möchte ich heute mit euch über das Thema sprechen, was momentan mit meinem Kanal los ist. Ja, da können wir ja schon mal gespannt sein, dass die Kamera erstmal richtig eingestellt werden muss. Bei einem 2,5-minütigen Video ist schon mal der erste Grund, warum es auf deinem Kanal nicht so richtig läuft, Rainer. Die Qualität. Aber nun gut, fangen wir erstmal an. Das haben anscheinend immer noch nicht viele begriffen. Momentan ist es für mich sehr schwierig, Videos zu machen, weil es immer wieder die Hater gibt, die versuchen herauszufinden, wo ich bin, mir versuchen auf den Sack zu gehen, mich anzugreifen und so weiter. Auf der anderen Seite bin ich momentan viel damit beschäftigt, meinen Umzug ins Ausland vorzubereiten. Also zuerst wollte er sich ein Haus kaufen und mit seinem Bankberater einen Termin ausmachen. Dann steht nun der Umzug doch ins Ausland an. Ich bin da nicht wirklich von überzeugt. Ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Art von Rainers Finden ist, um nicht mehr in Deutschland gesucht zu werden. Ach, und wenn man mal auf Twitter schaut, sieht man, womit er im Moment beschäftigt ist. Mehr dazu nur für die Mitglieder als Video, was ich hochladen werde. Für alle ab dem jungen Drache ran. Also vorab schon mal dazu, dass alle, die den jungen Drache Rang haben, dann vorab schon mal wissen, was los ist. Und natürlich die höheren Ränge. So. Ich überlege gerade. War es das denn nun schon zu deinen Umzugsplänen, die du so groß angekündigt hast und auch im Videotitel drin stehen hast? Und nun sagst du, mehr gibt's dann im nächsten Video? Ja, es ist schon ein bisschen schwach, Rainer. Aber naja, wir schauen mal weiter, ob da noch Content kommt. Du hast ja noch 1,5 Minuten in dem Video übrig. Genau. Also wir wissen dann die schon mal, was los ist. Vermutlich, wenn da der ein oder andere Hater dabei ist, weiß es auch gleich wieder die ganze Welt. Aber das ist ja erstmal scheißegal. Im Moment ist es so, dass ich auf jeden Fall mit meinem Umzug beschäftigt bin, beziehungsweise mit meinem Auszug aus Deutschland und mit meinem Einzug in ein anderes Land. Wohin und so weiter, und mehr Infos, wie gesagt, gibt es dazu dann nochmal in einem extra Video. Die Sache mit meinem Netzwerk ist im Moment die, dass die mir momentan helfen mit neuen Emotes. Das heißt, wir werden bald, wenn ich denn wieder regelmäßig Videos und Streams machen kann, werden wir sehr bald die Möglichkeit haben, dass wir zusammen wieder neue Emotes haben, die wir beim Streamen dann verwenden können. Ja, wenn denn mal wieder Streams kommen. Ich habe so das Gefühl, dass der Umzug nicht ganz weit weg sein wird, wenn er denn wirklich stattfinden wird. Vielleicht Tschechien oder Österreich oder so diese Richtung. Dass du immer noch in die alte Heimat zurück kannst, wenn mal wieder was anliegen sollte. Zum Beispiel, wenn bezüglich deiner Bewährungsauflagen wieder deine Anwesenheit vor Ort benötigt wird. Ich weiß ja gar nicht, wie das so ist, wenn jemand mit Bewährungsauflagen nun auf einmal umzieht und eigentlich Präsenzpflichten hat. Ob er das alles schon abgeklärt hat? Ich wage es zu bezweifeln. An die neuen Moderatoren, ihr seid in der Lage, die ganzen Hate-Kommentare auch auf den Videos die Kommentare zu löschen. Also für alle Mods unter euch, die da Bock drauf haben, ihr könnt jederzeit auch die Kommentar-Hater löschen. Ja, das hattest du schon mal gesagt, aber scheinbar haben die Mods, die du einfach random ausgewählt hast, keine Lust darauf. Das kannst du dann noch 100-mal sagen. Es gibt genügend Leute, die keine Lust haben, für dich diese Drecksarbeit zu erledigen, wenn du nicht selber mal ein bisschen aktiver bist in deiner Community. Ja, sehr positiv für den Kanal, hoffe ich. Aber außerdem habt ihr es auch in der Hand, die Community ein bisschen in die richtige Richtung zu lenken, dadurch, dass ihr eben quasi ein bisschen dafür sorgt, dass die Hater-Kommentare verschwinden und eben nur die positiven übrig bleiben. Nein, Rainer, das hast du in der Hand. Das ist deine Aufgabe als Besitzer des Channels, dafür zu sorgen. Nur random irgendwelche Leute zu Mods machen, die dann deine Arbeit übernehmen sollen, so klappt das halt nicht. Siehst du ja scheinbar auch selber, denn sonst müsstest du das ja nicht wieder ansprechen hier. Anstatt selber dafür zu sorgen, dass eine positive Community geschaffen wird, versuchst du mal wieder deine Arbeit auf andere abzuschieben, damit du deine Ruhe hast. Typischer Rainer, wie man ihn kennt. Was noch? Das war's eigentlich ziemlich. Mein Tag ist heute relativ langweilig, beziehungsweise langweilig nicht. Ich habe noch eigentlich jetzt vor. Aber
So viel schon mal dazu. So, und jetzt mache ich noch das zweite Video für, jetzt hätte ich fast schon verraten, wo es hingeht. Aber einige wissen es vielleicht auch so schon, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis dahin. Tschüss. Ja, und das war's dann auch schon. Wahnsinn, dieser Typ. Dass er sowas als Content rausbringt, indem er sagt, ich will umziehen, aber mehr Infos gibt's in einem anderen Video. Ja, dann gibt's bald hoffentlich Emotes und ja, das war's dann auch schon. Tschö. Unglaublich, dass ihm dafür wirklich jemand Geld gibt. Aber naja, warten wir mal das zweite Video ab. Ich bin allerdings heute wahrscheinlich nicht mehr am PC, maximal noch spät abends, also werdet ihr vermutlich erst morgen früh von mir hören. Aber sobald ich Zeit habe, werde ich euch dann natürlich auch mit dem frischen Med beliefern, wenn heute noch ein Video kommen sollte. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag und Medal auf, meine Freunde.